Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, ihr habt das Video mit dem Trampolinturm so krass gefeiert, dass ihr in kurzer Zeit fast 20.000 Likes rausgehauen habt. Fettes Dankeschön dafür. Und deshalb werden wir den kompletten Trampolinturm upgraden, ihn einrichten und dann 24 Stunden darin verbringen. Wir haben einfach wieder so viele Sachen am Start. Wir haben Kissen, Decken, Kartons, Spraydosen und so viele LEDs einfach. Leute, wartet. Vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Hört auf den Mann im Karton und wir starten jetzt die 24-Stunden-Challenge. Ey, Winnie, wer zuerst oben ist? Let's go! 3, 2, 1, und. Oh, der wackelt! Nein! Erster! Wir sind jetzt hier gerade ganz oben, Freunde. Das ist einfach total nass hier oben drauf. Und eine Sache, die wir noch kein einziges Mal gemacht haben, und zwar werde ich jetzt hier einen Backflip drauf machen. Das wird so krass. Es ist jetzt 10 Uhr und wir starten jetzt die 24-Stunden-Challenge mit einem Einwirkungs-Backflip. Bist du bereit? Jawohl. Oh mein Gott, das habe ich noch nie hier drauf gemacht. 3, 2, 1 und. Yo! Was? Junge, krass. Ey, nice. Das war echt hoch. Ich würde sagen, jetzt wird der Trampolinturm richtig nice upgegradet. Guten Flug. Okay, danke, Mann. Oh mein Gott. Damit wir auch immer perfekt in jede Etage kommen, werden wir jetzt erstmal die Leiter anbringen mit Chrissys schönem Armschmuck, unsere Schlauchschellen. Also los geht's. Oh. Ja, die hält, Freunde! Ey, warte, ich komm mit! Oh mein Gott! Ich hab meine Mütze verloren. Oh mein Gott! Mobbing! Wir werden jetzt die ersten Etagen mit Pappe auskleiden. Das hier ist unser Schlafzimmer, hier kommen auch noch so Fenster rein und so. Und damit fangen wir an. Ich bin Thronfolger von Burg Trampolinturm und das ist unsere Flagge. Yes! Okay, Chris, gib mir die erste Pappe. Das war meine Mütze. Die erste Pappe. Jetzt kommt der erste Faden rein, Freunde. Oh, yes. Nice. Okay. Lass mal los. Oh, ja. Hier hält sie schon mal. Perfekt. Die erste Pappe hat jetzt schon mal so lange gedauert. Ich weiß nicht, wie wir das heute noch schaffen wird, weil es ist ja Winter und es wird so früh dunkel. Aber egal. 24 Stunden sind länger, als man denkt. Oh. Ey Leute, wir haben jetzt hier was richtig Cooles und zwar ist das einfach ein Klappfenster. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir das brauchen, aber noch zwei Kartons und dann ist das Schlafzimmer schon fertig. Yes, Freunde. Nice. Wir haben es geschafft, das Schlafzimmer ist jetzt komplett mit Pappe ausgekleidet und das sieht einfach so nice aus, auch von außen. Das sieht irgendwie aus wie so ein UFO, weil das so hoch ist einfach und oben ist ausgekleidet und jetzt kümmern wir uns um die Fenster. Ich überlege gerade, wo wir das Fenster hin machen. Ich hätte gerne wieder den Poolblick, aber auch mal ein anderes Fenster wäre schön. Ich weiß noch nicht so richtig, aber ich glaube, wie irgendwo hier. Oh, das, ist so das schneidet echt schlecht. Das ist ein... Nein, Winnie, das ist moderne Kunst. Okay. Ey, jetzt ist noch ein Klappfenster. Oh, Chrissy! Junge, ist das eine Aussicht. Yo, nice. Winnie macht gerade noch das Panoramafenster und in der Zeit mache ich schon mal ein Aufklappfenster. Und hier ist das Aufklappgefühl. Ah, schön. Leute, jetzt wird das Fenster hier nochmal von außen ein bisschen fixiert. Und falls Sie auch in solchen Höhen leben, stelle ich Ihnen nun den verschließbaren Fensterverschließer vor. Mit diesem können Sie ganz einfach Ihr Fenster verschließen. Ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, wie ich das freihändig mache. Ich kann es euch auch nicht erklären. Boah, das geht voll auf den Bauch. Ich habe jetzt einen richtig coolen Fenstermechanismus gebaut. Chrissy, macht mal auf, mal gucken, wie das aussieht. Ja, ey, ist aber cool. Das sieht echt cool aus. Funktioniert ja voll gut. Ja. Leute, die Fenster sind drinne, die Pappe ist drum und jetzt kümmern wir uns um die Dachterrasse. Die Dachterrasse ist jetzt fertig und gleich kommt was so Verrücktes. Und nein, das ist nicht Johns Flug vom Dach. Wir sind jetzt hier in unserer vierten Etage und wir haben uns gedacht, dass wir eine Riesenetage bauen wollen. Und deswegen werden wir die dritte und vierte miteinander kombinieren und ein Loch hier reinschneiden. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ich mache erstmal vorsichtig. Oh Gott, erstmal. Das der erste tut weh. Kraft. Das tut weh. Oh Junge, oh Gott. Yo, es verliert an Spannung, aber es funktioniert, es hält.
Yo, was? Oh, wie nice ist das denn? Was? Das ist einfach ein Loch. Ich will da rein. Ich will zuerst. Tschüss. Bro, nice. Damit habe ich überhaupt nice. Nicht gerechnet. Das hält. Yo. Ey, das ist ja so cool. Oh, Junge. Ich werde jetzt den Kreis vergrößern und das um ein gewaltiges Stück. Oh Gott. Was? Oh, Junge, wie schnell. Jawohl. Der war perfekt. Der war ja perfekt! Junge ist der gerade! Oh mein Gott, das ist cool! Ey, und das hält! Das hätte ich nicht gedacht! Ich auch nicht! Wie au! Oh. So? Yo! Yo, das ist nice! War das lustig? Nein! Schlechte Idee, schlechte Idee! Ich wurde schon oft gefragt, welche Kleidung ich empfehle. Ich empfehle Trampolinnetz. Die neue Kollektion ist jetzt verfügbar. Wir haben jetzt hier unsere Spraydose am Start und jetzt kommt die Sache, wo ich mich so krass drauf freue. Und zwar werden wir oben unser Schlafzimmer und die Dachterrasse komplett customizen. Und Freunde, der allererste Strich. Ich male natürlich zuerst das YouTube-Zeichen. Oh yes. Ich habe mir überlegt, was könnte ich malen? Da habe ich die grüne Farbe in der Hand gehabt und da ist mir eingefallen, ich male einen Tannenbaum. Los geht's. Wir sind jetzt endlich fertig mit Anmalen, das hat ganz schön gedauert und jetzt kommen wir zu einem so großen Highlight und zwar, es ist inzwischen so dunkel geworden, dass wir unsere LEDs rausgeholt haben. Schaut es euch an. Ich hoffe echt, es gibt keinen Kurzschluss. Wollen wir es ausprobieren? Na dann gönn. 3, 2, 1. Yo! Ey, das sieht mega schön aus. Ich habe mich jetzt hier für die weißen entschieden, die sehen nachher so aus wie kleine Eiszapfen und die packe ich jetzt da unten ran. Ihr habt keine Vorstellung davon, was ich meine, aber ich packe sie da jetzt ran. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend das einfach ist, die ganze Zeit diese Lichterketten auseinander zu machen. Keine Ahnung, die haben immer irgendwie Knoten drin, aber Freunde, jetzt werde ich hier mit kleineren LEDs das YouTube-Zeichen einfach ausleuchten. Es hat einfach eben nochmal angefangen zu nieseln und ich bin mit dem YouTube-Zeichen fertig. Schaut es euch an, das zeige ich euch schon mal. Wo blinkt das? Das ist ein Unterschied. Ich will den Stellenmodus. Yo! Nice! Junge, schaut es euch mal von Weitem an. Wir haben jetzt den kompletten Trampolinturm fertig mit Lichterketten ausgeschmückt. Winnie zeigt euch jetzt das Endergebnis und nachher müssen wir uns echt beeilen, weil einfach Schneeregen angesagt worden ist. 3, 2, 1 und... Wow! Was? Was? Yo! Ey, das sieht mega nice aus. Junge, das ist der größte Tannenbaum, den ich jemals gesehen habe. Tannenbaum? Es ist ein Trampolinturm, aber egal. Das ist... Junge! Ich, Professor Chris, höchstpersönlich habe jahrelang an dieser Fernbedienung gearbeitet. Es ist eine super Fernbedienung, mit der sich alles steuern lässt. Probieren wir es direkt mal aus. Es hat funktioniert. Und jetzt will drauf los. Es funktioniert. Ich bin ein Genie. Ich bin gerade ganz oben auf dem Trampolinturm und das ist einfach hier komplett nass drauf. Ich glaube, nachher müssen wir mal eine Regenplatte zur Sicherheit hinlegen, weil da unterschlafen wir ja. Aber jetzt gibt es eine richtig fette Session in das Luftkissen. Ich bin immer noch Professor Chris und wenn ich den Stromkreislauf verstanden habe, sollte das Luftkissen hier angehen. Und es dauert nicht allzu lang. Der Motor fährt hoch und es werde Luft. Junge, Professor Chris ist ein Genie. Das Luftkissen ist jetzt aufgepustet und jetzt würde ich sagen, schnick, schnack, schnuck. Der Verlierer muss erst ins Luftkissen. Okay. Das ist nämlich auch ganz schön nass, okay. Dadurch, dass es genieselt hat. Schnick, schnack, schnuck. Oh. Nein, oh Gott. Schere schneidet Steine. 2, 1 und... Wow. Yo. Oh, das ist das nass. Es ist das... Oh, mein Ohr. Mein Rücken ist nass. Ah. Yo. Oh, Chris hat recht. Das ist ja voll nass, aber geht sogar. Vor allem in den Ecken. Yo, jetzt machen wir richtig nice Tricks. Oh.
Das macht einfach so Bock, aber leider ist gerade einfach mein Fenster abgefallen. Mein schönes, gutes Fenster. Was machen wir jetzt in der Nacht? Fenster schließen. Vielleicht reparieren wir es einfach wieder. Ja, oder das. Die Sesh hat einfach so Bock gemacht und jetzt kommt das, wo ihr die ganze Zeit drauf gewartet habt. Und zwar werden wir den kompletten Trampolinturm einrichten. Chrissy hat gerade unsere Base ein bisschen regensicher gemacht. Dort ist jetzt eine große Plane drauf, damit es in der Nacht auch nicht durchregnet. Jetzt gehen die ersten Sachen in Chrissys Etage. Fängst aber erst du? Eins nach dem eins, also einzeln. Okay, eins nach dem anderen mal ist das. Ja. Yeah. Bam! 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 Nein! Oh, Chrissy hat sie! Ich hoffe echt nicht, Freunde, dass es noch regnen wird oder vielleicht auch sogar doll Sturm kommt, weil ich weiß nicht, ob unsere Base den Sturm aushalten wird. Schnee wird es vielleicht noch aushalten, weil die Plane halt drauf ist. Ja, aber egal, jetzt wird's gemütlich gemacht. Vinny hat unser Schlafzimmer jetzt nochmal mit einer Lichterkette verbessert und ich bin jetzt echt gespannt, wie es aussieht. Ich zeig's euch mal. Yo, das sieht mega nice aus. Na, wer kommt denn da? Oh, Junge. Sieht richtig gut aus. Ich liebe blau und lila. Aus den drei Gegenständen werden wir jetzt Foxys Hundefahrstuhl bauen. Einfach das da oben ran, das Band ran und dann sein Lieblingskörbchen. Mal gucken, ob das funktioniert. Foxy liebt sein Körbchen einfach, das ist so niedlich, guck mal. Foxy, komm rein, komm rein, hier, ja. Drin ist er. Und jetzt kann Chrissy gleich ziehen. Mal gucken, ob es funktioniert. Okay, ist Chrissy. So? Warte, Foxy ist sicher. So. Ey, ist ja so niedlich, Foxy chillt dort einfach, der schläft. Oder keine Ahnung, was er macht, auf jeden Fall chillt er. Komm raus, dein Kleiner, hier ist warm, ja. Hier ist warm. Schön hier, ne? Er guckt erst mal, wie er unsere Base findet. Eine Bewertung von 1 bis 10 kommt dann gleich. Foxy findet es hier oben auf jeden Fall mega nice und nach diesem langen Tag haben wir uns auf jeden Fall eine Stärkung verdient, die mit diesem Aufzug hochgebracht wird, also lasst euch überraschen. Jetzt wird's hochgezogen, Leute. Mal schauen, was da drin ist. Oh, normalerweise würden wir in unserer Chill-Area oder in der Küche essen, aber dadurch, dass es jetzt so doll angefangen hat zu schneien, werden wir hier oben erstmal ein bisschen essen und morgen früh gibt es eine Roomtour. Ja. Und ich bin so gespannt, was hier drin ist. Foxy, glaube ich, auch. Yo, es ist Sushi! Das sieht mega aus. Nice, Junge, lecker. Ich habe so Hunger da drauf. Same. Das heißt, glaube ich, Edamame. Schoten, mich nennen sie Schoten. Ich habe einfach seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Was ist das? Sushi. Nein, das. Das ist eine süß-saure Soße. Es ist einfach so gemütlich gerade auch, weil es draußen schneit und hier drin trotzdem so wärmegedämmt ist, ne? Durch die Kartons und die Decken, das ist echt so nice. Doppellaser. Da bin ich gekriegt, ich hab die Arsch. Es ist jetzt schon richtig spät und ich habe auch das Gefühl, dass es immer kälter wird. Oh ja. Die Sushi war auf jeden Fall, oder das Sushi, wie heißt es? Sushi war auf jeden Fall sehr lecker. War eine gute Stärkung und draußen der Schnee ist einfach komplett liegen geblieben. Gönnt euch das. Das hier ist jetzt unsere Supertaschenlampe und mit der gucken wir jetzt nach, wie viel Schnee liegen geblieben ist. Ich bin echt gespannt. Wow! Guck dir das an. Junge! Wie viel Schnee? Ey, es ist alles voll. Lass einen Schneemann bauen. Ich glaube, das ist echt gut, dass wir hier oben die Plane draufgelegt haben. Na, okay, warte, ich drehe mich. Aber nein, das ist nicht. Wir haben uns jetzt schon mal in die Schlafsäcke reingemurmelt und ich habe einfach Fox hier vorne drin, der ist bei mir einfach reingegangen und der ist so schön warm und ich hoffe, dass die Nacht nicht allzu kalt wird, ne? Mit unseren Schlafsäcken, aber ich glaube, das wird fit gehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Guten Morgen, Freunde. Das war so eine harte Nacht. Es ist jetzt einfach ultra viel Sturm gekommen. Und dort hat einfach unsere Pappe nicht gehalten. Ja. Es tropft von oben, weil der Schnee geschmolzen ist. Aber wir haben es geschafft einfach. Und jetzt würde ich sagen, haben wir uns ein richtig leckeres Frühstück verdient. Oh, Foxy, hi. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier tropft es einfach runter vom geschmolzenen Schnee. Yo. Ey Leute, ich hatte einfach recht, obendrauf ist alles einfach hier geschmolzener Schnee. Zum Glück war die Plane da drauf.
ich gebe euch jetzt eine kleine Mini-Room-Tour. Und zwar sind wir hier in unserer allerersten Etage. Und das ist unsere kleine Werkstatt. Hier sind so ein paar Sachen einfach, die wir gebrauchen können. Hier befinden wir uns jetzt in unserer Sport-Area. Hier können wir einfach noch kleine Trampolin-Tricks machen. Ein bisschen so springen. Vielleicht schaffe ich sogar ein Vorwärtssalto. Wartet. 3, 2, 1 und... Woo! Und Chrissy macht jetzt weiter. Danke für die Überleitung. Jetzt sind wir nämlich in der zweietagigen Chill-Area. Hier könnt ihr im Sitzkreis einfach eure Beine baumeln lassen. Und einen netten Tisch haben wir auch in der Mitte, auf dem wir dann gleich essen. Jetzt gibt's ein leckeres Winterfrühstück. Oh yes, Freunde. Mm. Die Tasse habe ich aus Norwegen mitgebracht. Wir haben uns jetzt nochmal in unser Schlafzimmer gechillt, weil hier ist die einzige Lounge, die so ein bisschen windgeschützt ist. Ja. Und wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr mir einen Daumen nach oben da und abonniert, falls ihr es nicht gemacht habt. Und dann würde ich schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.